Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.33 Uhr, der 12. Mai 2022. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 8.33 Uhr, wir haben ein Gap von gestern Abend bei 13.6 und das wird auch die erste Box sein, die wir platzieren. 13.607 zu 13.592. Falls der Kurs sich weiter nach unten bewegen sollte, wechseln wir auf die 13.5. Wir schauen einmal kurz auf MTX. Da haben wir noch kein Setup. Alles klar, dass wir da nichts verpassen. Und ich öffne den Chart nochmal und wir blicken einmal auf den gestrigen Tag, ob wir kleine Boxen hier gehabt haben. So 11. 60, 35, 68, 30, 37. Also da ist nichts Neues bei den Blue Boxen aktuell. Und wir gehen in die Vola Boxen rein. Hier sahen wir gestern erst am Nachmittag hier sehr schön einmal reingelaufen, denn unten rausgebrochen. Wir sehen, wir haben gestern das Tief gehabt bei 13,5, dann nach oben gelaufen bis 13,874. Also Volatilität war gestern gegeben. Und wir schauen wie immer einmal auf den Gesamtüberblick und starten mit Bitcoin. Und hier sehen wir beim Bitcoin, ja, die Kryptowährung. Wir haben heute ja in Hamburg Kryptoseminar. Ich gucke raus, die sind da schon voll in Gange. Und wir blicken dann einmal auf dem Daily Chart und wir sehen, dass eine wichtige Unterstützungszone aus technischer Seite hier jetzt gebrochen ist. Ihr seht es hier. Und wenn wir auf Wochencharts sehen, dann sehen wir, dass hier, das genau die 28.000, die ist jetzt gebrochen. Und ja, wo geht die Reise hin? Wo könnte es hingehen? Und wenn wir uns das mal anschauen von dem ja, Corona-Tief hier, ihr seht es dort, und dem Hoch, dann befinden wir uns hier bei 61,8. Das heißt, diese Zone, die muss eigentlich halten, muss zurückerobert werden auf Wochenbasis. Auf Daily-Basis sehen wir hier, ich mache das mal ein bisschen kleiner, wie die Reise hier aussieht. Ja, 78,6 wären dann bei 19.000. Ansonsten würden wir hier von den Tiefs sprechen, die wir im Corona-Bereich hatten. Und wir sehen es hier bei dem 78er Retracement. Dort, das war das Hoch auch im Dezember 2017, das lag dann bei 20.000 knapp, roundabout. Also das sind die Stufen, da sind wir gar nicht mehr so in der Geschwindigkeit, sind wir da gar nicht mehr so weit entfernt. Ja? Und wer an Krypto glaubt, wer an diese an Technologie, alles was da drum ist, dann hat man hier die Möglichkeit sicherlich, Bereiche zu finden und um zu investieren. Also auf Daily Basis sehen wir hier Short brauchen wir gar nicht reden. 4 Stunden Short, Stunde 30, 15 und 5 sind wir komplett Short in diesem Markt. Nächste Runde ist dann, wir schauen noch einmal heute besonders hier auf Ethereum. Auch eine der Werte. Hier sehen wir aber die Unterstützung bei ISA liegt bei 1700. Ja, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Nächster Markt ist der Dow Jones. Daily sind wir Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Nächster Markt ist S&P 500. Daily Short, 4 Stunden Short,
Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch. Und der nächste Markt ist Technologiebörse Nasdaq. Daily Short, 4 Stunde Short, Stunde Short, 30, 15. Ihr seht es, alles Richtung Süden, alle Assetklassen, Öl, Daily, sind wir noch Long, 4 Stunde Short, Stunde Long, 30, Long, 15 Long, Short und 5 auch Short. Gold, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Und der letzte Markt ist der DAX. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short und 15 Short und 5 auch. Also wir haben das Gap, aber alle Indizes sehen, sieht alles Richtung Süden aus. Die Trading Range heute Morgen liegt bei 62 Zähler. Falle ist platziert, die erste zumindest. Und jetzt warten wir, dass der Kurs sich dort in die eine oder andere Richtung bewegt. So, wir wechseln die Big Number, gehen auf die untere 13,5 und wir sehen die Vola-Boxen hier, die dort bereitstehen, ziemlich weit unten. Ja, also schauen wir mal, wie es da läuft. So. Sehr ruhig. So, ich bin in der Box Big Number, das ist der erste Trade für heute. Und dann schauen wir mal, wo der Kurs hier hinläuft. Wir sind long im ersten Trade. Also ich bin jetzt im DAX gehedged. So, Achtung, du musst für alle, die mit Maurice gehen, Maurice hat den DAX gehedged. Auf dem Big Number. The Big Number. Wir sind im zweiten Trade und gehen auf angepasst. So, wir sind im dritten Trade. Long. Auch jetzt hier Big Number schaukelt sich auf. Der Markt hat keine richtige Volatilität. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Schauen einmal auf MTX. Wechsel mal hier. Also MTX haben wir blaue Sonne.
Kleine Widerstandszone bei 23, da müssen wir rüber. Und wir sind rüber. Wir sind jetzt long im Trade. Und Maurice hatte den richtigen Riecher mit seinem Long. Und 0,03. Und Demut. Und wir schließen den Trade. Das war der Eröffnungstrade. Eröffnungstrade. Und ich verabschiede mich bei den YouTubern und wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.